Hallöchen YouTube, der Unwritten hier von den Toolbook Nerds und heute möchte ich euch ein paar hilfreiche Tipps zu dem Emblem-Editor in Battlefield 4 zeigen. Fangen wir mal an mit dem Emblem, was ich mir gemacht habe. Hier seht ihr es. Ihr seht, es hat ein paar gerade Linien, es ist halbwegs symmetrisch und das in dem Emblem-Editor zu zeichnen, ist natürlich nicht ganz leicht, zumindest das Freihand zu machen. Deshalb gibt es da ein paar Programme, ein paar kleine Tipps und Tricks, die euch das Leben an der Stelle ein bisschen leichter machen. Fangen wir mit dem ersten direkt mal an. Wir sehen, dies hier ist das Emblem, was ich ursprünglich haben wollte und was ich dann nachgezeichnet habe. Jetzt werden wir die Seite kurz mal hier refreshen, damit wir nicht mehr so komische kleine Symbole haben. Perfekt. Und jetzt ist das Folgende sehr hilfreich. Es wäre ja schön, wenn man sich dieses Bild einfach als Vorlage nehmen könnte und das zeichnet man dann im Endeffekt einfach nach. Klingt leicht, geht aber so natürlich nicht. Sobald ich das Fenster jetzt im Hintergrund habe, verschwindet es. Oder wenn ich es daneben lege oder auf den zweiten Bildschirm ziehe, ist es auch nicht so ganz optimal. Was kann ich jetzt machen? Es gibt ein Programm namens Ghostit. Ghostit packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Und was dieses Programm macht, ist, ich kann Fenster damit undurchsichtig bzw. durchsichtig machen und ich kann sie einfrieren. Das heißt, ich klicke es an. Jetzt ist es durchsichtig geworden und ich schaue mir an, wo ich es hinziehen will. Ich sage mal, das sieht ganz schön aus. Und jetzt klicke ich irgendwo anders hin und damit ist das Fenster im Hintergrund fest. Was ich jetzt machen kann, ist ganz einfach: Ich nehme eine Form, drehe die, passe die auf meine Vorlage an und kann die jetzt quasi wie eine Schablone nachzeichnen. Und ihr seht, das ist viel, viel leichter, als das jetzt freihand zu zeichnen. Ich gebe mir da jetzt nicht gerade ganz so viel Mühe bei. Es würde jetzt natürlich etwas zu lange dauern, das Emblem komplett nachzumalen. Aber ich denke, es ist sehr gut zu sehen, dass dieses Tool eine ziemlich gute Erleichterung ist. Und so könnt ihr euch im Endeffekt jedes Bild, was ihr als Vorlage haben wollt, was ihr nachzeichnen möchtet, zieht ihr euch einfach hinter den Emblem-Editor, macht es durchsichtig und schon habt ihr quasi eine Schablone. Das ist definitiv eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Sache, besonders wenn es ums Nachzeichnen von symmetrischen Dingen geht, wo es natürlich sehr auf Genauigkeit ankommt. Den zweiten Hinweis, den ich euch geben möchte, ist die Bildschirmlupe zu verwenden. Ihr seht natürlich hier, besonders wenn es um so Linien geht, kann es sein, dass ja, ich sag mal, Ziehpunkte oder diese Packpunkte hier, um die Form zu vergrößern oder zu verkleinern, teilweise ineinander übergehen. Und es etwas kompliziert ist, das Richtige anzupacken, auszuwählen. Hier kann man dann die gute Bildschirmlupe benutzen. Hier habe ich sie. Auf welche Vergrößerung ihr sie einstellt, ist natürlich eure Sache. Ich habe sie mal so auf 300. Und was ich jetzt machen kann, ist natürlich, mir hier wirklich völlig genau das zu greifen, was ich möchte. Und ein Vorteil ist natürlich, gerade wenn es um das Zeichnen von Linien zum Beispiel geht, ist, dass ich hier genau gucken kann, ob die denn wirklich 100% über meiner Vorlage liegen. Ja. Ist also viel leichter für mich nachzusehen, ob ich genau zeichne oder nicht. Das ist ein Windows-eigenes Tool, die Bildschirmlupe. Kommt zumindest bestimmt mit jedem neueren Windows automatisch mit dabei und hilft euch wirklich genau zu zeichnen. Ja, jetzt kann ich sie wieder kleiner machen und so habe ich wieder die Standardvergrößerung und da kann ich sie natürlich auch wieder größer machen. Ist kein Muss, aber wenn es wirklich um eine richtige Präzision geht, definitiv ein hilfreiches Tool an dieser Stelle. Und die machen wir auch mal wieder zu. Als dritten Hinweis möchte ich euch zeigen, dass ihr natürlich noch mehr Farben verwenden könnt als die, die hier unten angegeben sind. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr hier unten diesen Hexcode, nennt er sich, seht. Und das ist im Endeffekt ein Farbcode, der definiert, welche Farbe ich jetzt habe. Ja, ihr seht, je nachdem, welche Farbe ich verwende, ändert sich die Farbe. Was ich jetzt machen kann, ich kann zum Beispiel auf eine Internetseite gehen. Oh, hier das Fenster machen wir mal wieder durchsichtig, beziehungsweise undurchsichtig und weg. Ich kann hier auf eine Internetseite gehen, das ist jetzt hexfarben.de, findet ihr per Google, kann mir hier eine gewünschte Farbe raussuchen. Nehmen wir uns zum Beispiel mal dieses tolle Rot.
Ist jetzt nicht ganz rot, aber zumindest bekommen wir hier einen Hexwert angezeigt. Diesen Hexwert kann ich mir im Endeffekt jetzt kopieren. Gehe in meinen Emblem-Editor, füge ihn ein und ihr seht, er hat es schon übernommen. Und meine Form hat jetzt auch diese Farbe angenommen, obwohl ich das im Editor gar nicht auswählen kann. Noch ein Beispiel, gehen wir mal hier in das Türkise, so was Hellblaues rein. Kopieren uns wieder den Code, fügen ihn unten ein. Und schon habe ich die Farbe, die mir standardmäßig im Editor nicht zur Verfügung steht. Das heißt, hier könnt ihr also wirklich eurer Gestaltung, eurer Fantasie freien Lauf lassen. Den vierten Hinweis, den ich euch geben will, ist Better Battlelog. Better Battlelog ist ein tolles Plugin fürs Battlelog, gibt es für diverse Browser. Wenn ihr es bisher noch nicht haben solltet, ladet es euch auf jeden Fall runter. Mit einer der neueren Versionen haben sie auch Emblem Editor Improvements, also Verbesserungen, eingeführt. Was diese sind, kann man euch ganz kurz oder kann ich euch ganz kurz zeigen. Nehmen wir uns zum Beispiel mal diese Form. Ich kann jetzt mit der Leertaste diese zuvor angesprochenen Angelpunkte ein- und ausblenden. Das heißt, möchte ich wie zum Beispiel eben auch schauen, ob ich wirklich präzise zeichne und gut auf meiner Vorlage bin, kann ich das ausblenden, um zu sehen, wie ist denn jetzt die volle Form überhaupt. Denn so ein bisschen geht dann natürlich diese Angelpunkte immer verloren. Ein paar weitere Verbesserungen, die Jungs von Better Battlelog hier eingeführt haben, ist natürlich, dass ich jetzt Formen bzw. die Lage der Formen auch direkt beeinflussen kann, indem ich hier einen Wert eingebe. Seht, ich kann die Drehung verändern. So kann ich natürlich dann auch, wenn ich identische Formen habe und die jetzt nicht überkopieren habe, kann ich die natürlich auch komplett gleich eingeben und so habe ich dann die gleichen Formen. Ich kann sie, ich glaube, vergrößern, genau. Und man kann sie natürlich dann auch von der Position noch verändern. Sonst hilft das für den passionierten Emblemersteller. Man kann mit Escape schnell ein Objekt verlassen. Und das dürfte es auch, soweit ich weiß. Ach, eine Sache gibt es noch, genau. Use the Arrow Keys to slightly move the active object. Und ich kann natürlich auch so endlich meine Formen genau mit den Pfeiltasten bewegen, wenn mir die Maus mal etwas zu unpräzise ist. Das alles in allem sind auch ein paar hilfreiche Verbesserungen, die natürlich den Emblem-Editor um einiges komfortabler und einfacher zu bedienen machen, als er standardmäßig ist. Aber ich bin mir sicher, da wird DICE in Zukunft bestimmt auch noch die ein oder andere Funktion einfügen. Das soll es für den Moment von mir gewesen sein. Battlefield 4 kommt in wenigen Stunden, zumindest woanders auf der Welt, raus. Von daher, wenn ihr dieses Video seht, seid ihr wahrscheinlich schon am Zocken. Ich sage, see you on the battlefield. Tschüss und bis dann.